Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Und diesmal bauen wir heute wir an unserem Haus, beziehungsweise an unserer Villa. Wir müssen hier auch erstmal direkt rein. So. Haben wir jetzt hier eigentlich alles gekauft? In der letzten Folge sind wir hier bei diesem Garagengedöns stehen geblieben, aber scheinbar haben wir wirklich alles gekauft hier unten. So. Ja gut, dann gehen wir doch mal hier hoch. Und kaufen uns Wände. Ah. Dann kaufen wir uns hier noch mehr Wände. Und dann kaufen wir uns einen Boden. Ha. Dann die Decke, dann Lichter. Balkon. Glastür. Oh, wir haben gleich schon da kein Geld mehr, ey. Boah, was? 6.000, 8.000? Ja, moin. Fenster. Ne, ich mache erstmal hier alles draußen jetzt. So, zack. Noch ein Geländer. Ich habe kein Geld mehr, nein. No money mehr. Ey, die haben jetzt hier alles weihnachtlich gemacht, sehe ich gerade. Da ist wieder die Kohle. Die Kohle. So, gehen wir mal hier hoch. Schade, man kann da nicht drüber springen. Kabinett, ja. Noch ein Geländer. Und ein Kronleuchter, so. Den Boden, nee. 8.000 für das Fenster da. Ah ja, natürlich, das habe ich ja auch. Bin ja so reich. Steht ja eigentlich. Achso, das habe ich schon mal gebracht. In dem anderen Video habe ich das, glaube ich, auch schon erwähnt. So. 28.000. So. Bam, 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 bam. Fenster hier. Zack. Und ein Teppich, der darf natürlich auch nicht fehlen. Oder hier kostet alles 13.000 und sowas. Wer gibt denn so viel Geld aus hier für so einen Schmutz? Ey, das ist ein Fehler. Ein Bug. Das soll so, aber eigentlich wird es nicht so, glaube ich. Weil ich bin gerade gefühlt der Ärmste. Ärmste, meine ich. So, warte, wir können... Ja doch, wir gehen schon mal hoch. Das Geld wird eh nicht reichen, aber egal. Kaufen wir uns hier erstmal einen Tisch. So, na gut. Leute, ich würde mal sagen, ich spare jetzt hier ein bisschen Geld und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Genau. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt 750.000 ungefähr zusammengespart. Auf jeden Fall fast eine Million. Ich glaube, die wird auch sehr schnell wieder weggehen, tatsächlich. Weil das hier kostet halt alles 13, 17, 15, 17, 15 und was weiß ich. Also, wir sehen einfach mal, wie schnell das gleich hier vorbeigeht. Wir kaufen uns erstmal die Couch, weil das ist nicht mal eine Couch, das ist einfach nur so ein Sessel. So, ein Sessel. Ne, die Tür brauche ich nicht. Pflanzen. So. Malerei, ja. Kronleuchter und ein Fernseher. Geil. Perfekt. Kaufen wir uns auch jetzt hier mal die Tür. Und eine Pflanze, genau. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Boden, dann eine Decke, dann eine Garderobe, dann das da. Ein Spiegel darf natürlich auch nicht fehlen. Die Tür, Teppich, Fenster, Boden, Fenster, Badezimmer, eine Dusche, Toilette, Kabinett. Ja doch, sieht schon geil aus. So, jetzt haben wir das hier erstmal alles gekauft in diesem Raum. Perfekt, dann können wir jetzt nämlich hier rüber gehen. Also müssen wir hier draußen irgendwas kaufen. Ja, machen wir aber später, würde ich sagen. Machen wir erstmal hier alles drinne. Malerei. Hier auch nochmal Malerei. Und da auch nochmal Malerei. So, hier auch nochmal Malerei. So, gehen wir mal hier rein. Kaufen uns hier mal alles durch. So, Pflanzen, Teppich. Ja, jetzt haben wir auch schon wieder kein Geld mehr, ne? Jetzt sind wir hier auch schon wieder arm. So,
So. Das war's. Das sind wirklich 750.000 Euro gerade gewesen. Die sind so schnell weg in diesem Gebäude. Aber wir machen jetzt 1000 pro Sekunde. Also mal gucken, wie viel jetzt ich da drauf habe tatsächlich. Gucken wir doch einfach mal. Ja, okay, wir haben 100.000. Ja, okay. Kann man mit leben, aber ist dennoch zu wenig. So. Gehen wir mal hier hoch. So, kaufen uns die Tür und eine Lampe. Haben wir jetzt hier alles gekauft? Ich hoffe mal ja. Pflanze. Fenster. Busch. Liegestühle. Oha. Ach, man kommt hier sogar runter. Aha. Also die Villa sieht schon geil aus. Also wenn man die in echt hätte, boah, wäre schon geil. Wäre schon geil, muss ich sagen. Boah, wir haben nur 50.000. Das ist einfach zu wenig. Liebes Spiel. Aber ich muss schon sagen, das ist ein geiler Tycoon. Ne? Also der braucht zwar tatsächlich seine Zeit. Aber. Joa. Können genau zwei Sachen kaufen hier. Und dann schon wieder alles aufgebraucht. Ah, hier können wir sogar auch den Boot kaufen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal kurz hier diese Räume einmal fertig und dann gehen wir nach draußen. Ich weiß gar nicht, wann sind wir eigentlich fertig hiermit? Zu 54% sind wir fertig damit. Aha. Aber warum nur zu 54? Ach, wegen dem Keller da unten. Deswegen. Aha. Toilette. Und die Dusche, so. Handtücher und die Tür. Und dann sind wir mit dem Raum auch fertig. Geil. Geil, geil, geil. So. Zack. Wieder 31.000. Gehen wir mal hier hoch. Bam, 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 bam. Ja, die Tür. Ach, ernsthaft jetzt. Okay, Handtücher brauche ich noch. So. Sag, jetzt müsste ich das aber haben. Ja, die Kohle. Sag. Hier rein und dann Handtücher kaufen. So. Bam. Ja, jetzt ist dieser Raum endlich mal fertig. Danke. So. Das ist das Schlafzimmer. Oha. Aber wie kommt man denn jetzt auf den Balkon nochmal? Kommt man hier nicht mehr hin? Also, ich bin ja irgendwie. Nee, tatsächlich kommst du hier nicht raus. Egal. Kommst wahrscheinlich. Ja, hier kommst du raus. Ist schon ein geiler, großer Balkon, ne? Wenn man das mal so sieht. Also hier so. Ist schon ein großer Balkon, muss man sagen. So, da bin ich wieder. Jetzt mal kurz noch eben hier das Geld geholt. So. Genau, müssen wir hier einmal das Bett kaufen. Die Garderobe. Gaming. Oha. Geil. Und natürlich das hier. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, alles gekauft in diesem Raum. Fehlt nur noch die Tür. Und dann weiß ich gar nicht, wo ich weiterbauen muss. Ich denke mal im Balkon dann, ne? Aber warum ist das hier so komische Wiese? Checke ich hier nicht irgendwie, diese Wiese hier? Naja, egal. Ist ja egal, ne? Weiß gar nicht, ob man mit Autofahren tatsächlich auch noch Geld kriegt. Oh, die Tür, ne? Die kostet 21.000 einfach. So, jetzt müssen wir hier mal rausgehen. Und hier rechts noch diese Liegestühle kaufen. Und hier auch nochmal Liegestühle kaufen. So. Haben wir jetzt nämlich hier auf dieser Seite nämlich vom Balkon alles gekauft. Okay. Dann müssen wir gleich nochmal da auf die andere Seite gehen, weil da ist nämlich auch noch was. So, wir haben jetzt 138.000 und müssten jetzt tatsächlich das Geld haben, um diesen Balkon hier einmal zu kaufen. Gehen wir doch mal hier raus. So, zack, zack. Kaufen uns hier die Pflanze und eine Sonnenbank. Und einen Kamin und noch eine Sonnenbank. So, geil, geil, geil. Jetzt haben wir hier alles gekauft.
Ich sehe da noch irgendwie irgendwas. What? Eine Treppe? Wohin geht's denn da? Egal, wir gucken mal kurz, ob hier ist nämlich noch was, eine Plattform. Ah, hier geht's. Hier ist noch so ein Schwimmdings. Okay, deswegen weiß ich jetzt auch, warum wir hier noch nicht fertig sind. Leute, ich würde mal sagen, ich spare hier noch mal kurz auf ein bisschen Money und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Und ich würde sagen, wir kaufen mal hier kurz. Oben war noch irgendwas. Genau, die Treppe hier. Denn es gibt anscheinend noch eine Etage einfach. So. Bam. Schwimmbad, Liegestühle. Außencouch, Außencouch, Außencouch. So. Genau, dann haben wir jetzt hier unten nämlich auch einmal alles gekauft. Das passt doch. Oder was versucht der Mensch da? Muss ich nicht verstehen. Ach nee, das geht. Wo geht's denn hier rein? Ah, hier, okay. So, gehen wir jetzt nochmal eine Etage höher. Kaufen wir mal kurz einen Holzboden, so. Zack. Hier nochmal das Geländer. Was wird das hier oben zur Hölle, Junge? Was soll das werden? Wie weit sind wir jetzt? 67%, okay. Gut, gehen wir nochmal da hoch und kaufen immer nochmal das, was wir jetzt noch haben an Geld. Kaufen wir nochmal und dann muss ich eventuell sogar noch einen dritten Part davon machen, damit ich hier alles gekauft habe. So. Baum. Sonnenbänke. Noch mehr Sonnenbänke und noch mehr Sonnenbänke. Okay, jetzt habe ich tatsächlich gar kein Geld mehr. Ah, das wird so ein Dach-Lounge-Dingsbums-Gedöns. Ja, okay. Ja, Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ja, weil hier unten geht's, wie ihr hier sehen könnt, noch weiter. Ja. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich kaufe mir hier nochmal auch kurz alles durch. Zack. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao. Feeling the show and